alle Jahre wieder derselbe Mist. Plötzlich ist Weihnachten da, hat mir keiner Bescheid gesagt. Jetzt weiß ich nicht, was ich schenken soll. Hallo liebe Fotofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Weihnachten ist halt immer so ein Problemchen und dann weiß man nicht, was man schenken soll. Und dann steht man eben wie der Ochs vorm Berg und muss überlegen und überlegen und die Zeit drängt, weil man hat es ja mal wieder verschlafen. Gott, alles nicht so wild. Dafür bin ich ja jetzt da, euer Weihnachts-Alex. So, und dabei ist das jetzt sogar ein Video, das ist gar nicht so sehr an die Fotografen unter euch gerichtet, sondern eher an die, die einem Fotografen etwas schenken sollen. Und das möchte ich in zwei Gruppen unterteilen. Einmal gibt es diejenigen, die sind jetzt ganz am Anfang, die wissen noch gar nicht so genau, was sie brauchen. Und da wäre es ja nicht ungeschickt, wenn man denen etwas schenkt, was sie auch in anderer Form weiterverwenden können. Und dann gibt es diejenigen, die sind schon ambitionierter, als Fotografen, und da wisst ihr sogar schon, ja, die sind jetzt mehr an Porträt interessiert oder die machen mehr Still-Life oder fotografieren draußen in der Landschaft und so weiter und so fort. Das sind also die zwei Gruppen, in die ich das unterteilen möchte. Jetzt geht es zuerst mal um die, die gerade mit dem Fotografieren angefangen haben und wo ihr gar nicht so genau wisst, bleiben die dabei oder bleiben die nicht dabei. Was kann man jetzt so jemandem schenken? Nun, was man immer brauchen kann, sind Akkus. Und da habe ich hier diese zum Beispiel von Sanyo, die Analoops. Das sind meiner Ansicht nach und nicht nur meiner Ansicht nach die besten, die es gibt. Die halten sehr lange die Ladung und das Tolle ist, man kann sie in allen möglichen anderen elektrischen Geräten auch verwenden, ist überhaupt kein Problem. Diese Analoops, wenn man sie heute zum Beispiel im Elektromarkt kauft, bekommt man die noch in dieser alten Form von Sanyo in Weiß. Wenn ihr sie online bestellt, werdet ihr wahrscheinlich schon die neuere Version von Panasonic kriegen. Die haben dann eben eine schwarze Ummantelung. Und hier ist es geschickt, entweder die AA zu verschenken, das sind also diese hier, oder die etwas kleineren, die AAA, dreifach A. Brauche ich euch jetzt nicht zeigen, ihr wisst sicherlich, was gemeint ist. Am besten schenkt man davon ein Packen, das sind dann vier Stück, und von den anderen auch ein oder ein Mehrfachpack. Die ganze Sache, die geht dann so los ab 8 Euro, wenn ihr sie im Internet bestellt. Immer ein super Geschenk und auch der Profi-Fotograf wird sich immer drüber freuen, weil er diese Dinge auch ständig braucht. Klasse! Akkus! Das nächste, was ihr schenken könnt, wären jetzt zum Beispiel solche Klettkabelbinder. Auch die kann man im Haushalt und all überall brauchen. Das ist jetzt zum Beispiel einer in der Art einer Schlaufe, also hier mit so einem Metallring. Sehr haltbar, sehr fest, sehr stramm und sehr gut zu gebrauchen. Das gibt es dann noch in einer kleineren Version. Die habe ich zum Beispiel jetzt beide im Aldi gekauft. Da gibt es sie in Mehrfachpackungen. Auch da freut sich ein Fotograf und ein Nicht-Fotograf gleichermaßen drüber, denn die kann man zum Sporteln nutzen, die kann man, ach was weiß ich, am Fahrrad, um irgendetwas auf eine Satteltasche zu befestigen oder sonst was brauchen. Und der Fotograf, der braucht es natürlich auch, um irgendwelche Gegenstände zu fixieren, sei es Blitze oder Stative und so weiter und so fort. Also solche Dinger sind auch immer sehr nützlich und werden gerne als Geschenk genommen. Was gibt es denn noch? Beispielsweise könntet ihr auch eine SD-Karte verschenken. Die meisten Kameras nutzen heute dieses Kartenformat. Und wenn ihr ganz schlau seid, verschenkt ihr eine Micro-SD-Karte. Denn die kann man auch in die Handys oder in die Tablets reinpacken oder wo auch immer. Die sind sehr praktisch. Achtet darauf, dass sie einen Geschwindigkeitsindex von 10 haben. Da gibt es dann auf der Karte so eine Markierung. Das ist ein Kreis mit der Zahl drin. Und das sollte also nicht 4 oder sowas sein, sondern 10, damit man damit auch gut Videos aufnehmen kann. Auch da freut sich ein jeder drüber und am besten gleich mit einem Adapter dazu, dann kann man sie all überall verwenden, an allen Geräten, die dieses Format unterstützen, und das sind mittlerweile fast alle, kann man sagen, auch die Profikameras im Übrigen. Auch da freut sich wirklich
jeder drüber. So, ich muss mal auf meine Liste schauen, was gibt es noch? Ach, da habe ich jetzt gar kein Beispiel da, weil das bei mir im anderen Studio liegt, da komme ich jetzt gar nicht ran. Eine Taschenlampe ist eine tolle Geschichte. So eine Idee, eine LED-Taschenlampe wie dieser Lenser oder Mikrolenser, auch da gebe ich euch ein Beispiel. Ihr findet übrigens alle Links dazu natürlich in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn ihr dann dort bestellt, tut ihr meinem Kanal was Gutes, denn ich kriege da eine kleine Provision, die diesen Kanal natürlich unterstützt. Ich werde aber nicht von den Firmen bezahlt, da braucht ihr nicht zu meinen. Und ihr habt das dann eben bei Amazon dann noch vor Weihnachten auf dem Gabentisch liegen. Also so eine Taschenlampe ist eine Bombengeschichte. Der Fotograf kann sie nutzen zum Lichtmalen. Da kann man sehr interessante Effekte damit machen. Und Leute, dass man gerade in der Winterzeit so eine Taschenlampe auch abends, wenn man fortgeht oder so, optimal nutzen kann, wenn es eine kleine ist und überall reinpasst. Das erklärt sich, glaube ich, fast von selbst. Ja, das wäre jetzt der Bereich gewesen für die Leute, von denen ihr noch nicht genau wisst, ob die beim Fotografieren dabei bleiben. Die können es dann auch eben, was ich euch vorgestellt habe, für was anderes nutzen. Jetzt kommen wir mal zu denen, die schon fotografieren, von denen ihr ungefähr wisst, was sie machen und dass sie das auch mit als ernsthaftes Hobby betreiben oder als ernsthafteres Hobby betreiben. Gut, was kann man denen schenken? Beispielsweise könnt ihr denen eine sogenannte Schirmsoftbox schenken. Denn oftmals arbeiten die dann schon mit einem Blitzlichtgerät, mit einem kleinen Speedlight, also mit dem Aufsteckblitz. Und da ist so eine Schirmsoftbox für schöne runde Catchlights, in den Augen beispielsweise beim Porträt sehr schön oder auch in der Produktfotografie gut brauchbar. Schirmsoftbox wird immer gebraucht. Die Dinger gehen ja leider auch oftmals sehr leicht kaputt, wenn man also drauf tritt. Die halten natürlich nicht so wahnsinnig viel aus. Ich habe bis jetzt schon, also bestimmt, seitdem ich fotografiere, und das ist jetzt schon eine ganze Weile, 4 oder 5 von den Dingern versemmelt. Also sowas ist immer ein nützliches Geschenk und geht los ab 10 Euro ungefähr. Was gibt es noch? Ja, dann könntet ihr zum Beispiel so einen Schirmhalter schenken. Das ist hier jetzt der Fotix Varus BG, den gibt es in dieser Form allerdings leider nicht mehr. Da gibt es jetzt das Nachfolgegerät, den Pro BG2. Ist zwar jetzt nicht ganz so billig, der kostet zwischen 30 und 40 Euro in der günstigsten Kaufvariante, aber das ist ein ultrastabiles Teil. Ich habe das schon in 1 oder 2 Videos jetzt bereits vorgestellt. Auch dazu habt ihr dann hier einen Hinweis, welche Videos das waren. Ultra variabel kann jeder brauchen. Vom kleinsten Amateur bis zum größten Profi, der mit Schirmen arbeitet oder mit Softboxen arbeitet und mit Aufsteckblitzen zum Beispiel, ganz egal. Also das ist hier so flexibel gestaltbar, hier über die Achsen drehbar. Wahnsinn. Wie gesagt, einfach dazu ein anderes Video anschauen. Also wer, wenn es ein bisschen ein etwas teureres Geschenk sein darf, ist sowas hier ideal. Und natürlich in doppelter Ausführung natürlich noch besser, ganz klar. Also, das wäre der Fotix Varus BG. Dazu ist es nicht ungeschickt, wenn man jetzt auch beispielsweise hier solch einen Doppelbolzen verschenkt oder dazu kauft. Also diese Teile hier, die gibt es wirklich vom Chinesen schon ganz billig, so ab 2 oder 3 Euro. Manchmal kosten sie auch deutlich mehr, aber da genügt es, wenn ihr das vom Chinesen holt und da vielleicht 2 oder 3 Stück oder gar 4, die kann man immer brauchen. Das ist ein Standardmaß hier mit einem Viertelzoll Gewinde und mit einem Dreiachtelzoll Gewinde als Bolzen. Super gute Geschichte. Und wenn man hier diese Bolzen schon kauft, kann man sich auch überlegen, ob man nicht hier beispielsweise so eine 0,35er Manfrotto Superclamp verschenkt. Auch da habe ich ein Video dazu, genauso wie zu den Bolzen. Schaut es euch mal an. Die Teile gibt es ab 20 Euro. Und übrigens, kleiner Tipp: Es gibt einen großen Musikalienhändler, Thomann heißt der. Und die haben solche Sachen dann schon auch etwas günstiger. Also, so eine Rohrklemme hier, wie diese Manfrotto-Klemme, ist eine super Geschichte. Und gerade in Verbindung mit dem Doppelbolzen hat man hier also etliche Möglichkeiten, an Tischplatten oder Rohren etwas zu befestigen. Und jetzt klingelt das Telefon. So, Dille, wenn es denn nicht diese Manfrotto Super Clamp sein soll, dann kann man sich auch überlegen, ob man jetzt hier
als Christkind nicht so eine Rohrklemme verschenkt. Das ist jetzt die von Helios, das ist auch so ein Chinesenteil, also relativ günstig aus Hartkunststoff. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Anwendung, aber da kann man natürlich mehrere unterschiedliche Rohrdurchmesser super gut miteinander verbinden. Das geht schon. Hat ein paar kleine Nachteile, ist aber günstig und sehr nützlich. Ich habe selber 3 oder 4 von den Teilen. Gibt es auch von Manfrotto, wie ihr hier seht, in einer etwas teureren Variante, auch komplett aus Alu, natürlich dann recht schwer, ein bisschen feiner justierbar. Aber ich meine, dieses Teil hier tut es auch, ist ein nettes Geschenk, kostet um die 12, 13 Euro rum. Also wie gesagt, alle Preise und alle Bezugsadressen in der Beschreibung dieses Videos. So, was haben wir denn noch? Ja, dann könntet ihr natürlich auch, das gibt es jetzt mittlerweile schön separat zu kaufen, auch sehr günstig, zum Beispiel Diffusorstoff verschenken. Wenn jemand gerne Stilllifes fotografiert oder auch für gewisse Arten von Porträts und man braucht eine Zusatzdiffusion, dann so ein Diffusorstoff, den gibt es von Neewer, also N-E-E-W-E-R, in einer Größe 1,50 m x 1,80 m, kostet nur 9 oder 10 Euro, ist super günstig, ist ein nettes Geschenk. Also einer, der viel Stilllife fotografiert, der kann so einen Diffusorstoff schon ganz gut aufbrauchen. Okay, was gibt's noch? Ja, dann könntet ihr beispielsweise auch von kleinen bis großen Stativ verschenken. Also es gibt ja Bodenstative, neulich habe ich eins getestet von Jinbei, das kostet dann um die 40 Euro herum. Ihr müsst natürlich Versand immer dazu rechnen, aber es gibt auch schon deutlich günstigere ab 15 bis 20 Euro aufwärts von klein bis groß. Ein Stativ kann ein Fotograf eigentlich immer brauchen. So, das ist auch eine Möglichkeit. Oder ihr schenkt zum Beispiel solch einen Blitzhalter, Adapter, an dem man dann auch später irgendwann jetzt nicht nur Schirme befestigen kann, sondern auch Softboxen. Die gibt es mittlerweile in allen möglichen Varianten. Und das hier ist jetzt zum Beispiel massiv Metall. Ich würde dann allerdings euch empfehlen, vorher erstmal nachzuschauen, hat denn der Beschenkte überhaupt schon Softboxen? Kann er denn mit sowas etwas anfangen? Und dann achtet auch drauf, welchen Adapter ihr braucht. Die gibt es nämlich in unterschiedlichen Varianten, teilweise dann auch von anderen Herstellern in der Vertikalversion. Das ist ja jetzt so eine Horizontalversion, da kommt der Blitz dann so rein, wie ihr hier auch in der Abbildung seht. Also das muss man dann halt schon erstmal ein bisschen genauer erforschen, damit man hier nicht das Falsche kauft. Aber unheimlich praktisch, aber diese Teile sind nicht ganz billig. Also die gibt es von 20 Euro aufwärts dann aus Kunststoff in dieser Vertikalversion bis zu denen hier aus Metall, die dann schon 40 Euro kosten, um den Dreh rum. Müsst ihr halt mal schauen. Okay, aber was ich euch definitiv empfehlen kann, ist dann gleich mal zu schauen, ob es da nicht Kombi-Angebote gibt. Dann gibt es das zum Beispiel hier in Verbindung schon mit einem Snoot beispielsweise. Und der ist auch sehr gut für Speedlights zu gebrauchen. Und dann kostet die ganze Kombi vielleicht nur 50 oder 55 Euro. Und auch wenn das jetzt ein Kumpel ist, ja, wenn ihr zu mehreren seid, könnt ihr zusammenlegen, ihm sowas schenken, das ist doch in Ordnung. Oder ihr natürlich respektive sowas auch schenken. Eine super Sache. Und da gibt es verschiedene Angebote. Also immer dann auch mal weiterklicken und gucken, ob man das nicht fast zum selben Preis noch mit einem zusätzlichen Lichtformer beispielsweise bekommt. So, was gibt es noch? Was könnte ich euch noch empfehlen? Ja, was natürlich eine tolle Sache ist, wenn jemand schon dann eine Stufe weiterkommen möchte und vielleicht ans entfesselte Blitzen denkt, dann könntet ihr euch überlegen, ob ihr ihm nicht so ein kleines Funkauslöser-Set kauft. Also ich benutze ja grundsätzlich das von Yongnuo, dieses RF, wie heißt es denn noch hier, 602 RX, ein super Teil. Achtung, bei den modernen, also neueren Yongnuo-Blitzen ist so ein Empfangsteil bereits im Blitz eingebaut. Also da bräuchte man im Prinzip sogar nur noch hier so ein Senderteil zu schenken. Die gibt es, glaube ich, auch einzeln zu bestellen. Da müsstet ihr mal nachschauen. Aber falls nicht, dann ist die Mindestverpackungseinheit, dann sind dann diese zwei Teile. Da gibt es 602, 603 in allen möglichen Preisklassen. Und die sind auch gar nicht so teuer. Da kostet, glaube ich, dieses kleine Set 28 Euro oder so. Und dann weiß man auch schon gleich, wofür man hier zum Beispiel diese AAA-Akkus benutzen kann. Okay,
Ja, das ist auch ein super Geschenk für den ambitionierten Fotografen. Und was ihr ihm dann auch schenken könnt, falls er das noch nicht hat, sind dann zum Beispiel solche Farbfoliensets. Und da habe ich mir mal welche bestellt. Die waren eigentlich für diese Scheinwerfer in den Bühnenbeleuchtungen gedacht. Ja, ihr kennt diese silbernen Teile mit den Klappen vorne dran. Und für die kann man dann solche Farbfilterfolien extra bestellen. Das ist gar nicht schlecht, weil die sehr hitzebeständig sind. Also bitte nehmt da nicht irgend so eine Bastel-Kunststofffolie her, wo die Kindlein dann ihre Laternchen draus basteln, sondern dann schon wirklich dieses bühnentaugliche Material, was nicht so leicht brennbar ist und auch nicht so leicht sich verschrumpelt. Also sowas ist auch immer ein super Geschenk. Total günstig. 10 € aufwärts heute bestellt. Was weiß ich, in 2, 3 Tagen ist es da. Und jeder Fotograf kann es brauchen, sei es Porträt, sei es Produktfotografie, einfach um Farbakzente zu setzen. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch was vergessen habe. Ja, ihr könntet auch noch beispielsweise, was viel Sinn macht, für den Anfänger gerade oder den Ambitionierten, ihm zum Beispiel ein E-Book schenken. Ich habe eins im Angebot, das wäre hier für die Profi-Fotografen eigentlich ursprünglich gedacht gewesen, wenn sie sich an die Kunden Business-Porträtfotografie heranmachen. Da habt ihr hier einmal die Titelseite dazu. Der erste Teil dieses Werkes wird nicht so sehr interessant sein für den normalen Amateurfotografen oder Ambitionierten, aber der zweite Teil, der erläutert auch dann technisch recht ausführlich Lichtsetups und diese ganzen Zubehörteile, sodass man da auch jetzt einem lernwilligen Amateur etwas Gutes damit tut. Der kann sich dann nämlich markttechnisch orientieren, was er sich denn gerne anschaffen möchte oder vielleicht zum nächsten Weihnachts fest schenken lassen möchte oder zum Geburtstag oder wie auch immer. Ja, das wäre es jetzt schon fast gewesen. Was haben wir denn da noch? Nein, im Prinzip habe ich jetzt schon alles durch. Hoffe ich habe euch ein bisschen geholfen, eure Geschenkepalette von günstig bis zur mittleren Preisklasse etwas zu erweitern. Und bitte denkt dran, wenn ihr eine Clique seid und einer von euch fotografiert gerne, dann legt doch zusammen. Dann kostet etwas, was komplett 50 € kostet und jeden vielleicht einen Zehner und da habt ihr einem eine Freude gemacht. So, und das wäre es dann gewesen. Wie gesagt, ich freue mich über Likes. Ich freue mich auch, wenn ihr über die entsprechenden Links einkauft bei Amazon. Ihr unterstützt damit meinen Kanal direkt, Leute. Reich werde ich da bestimmt nicht. Macht aber auch nichts. Dafür ist es nicht gedacht, sondern nur um euch zu unterstützen. Dann wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Rutscht gut ins neue Jahr hinüber. Allzeit gutes Licht. Euer Alex Schwarz.